Da bin ich auch schon wieder mit dem nächsten Video. Die letzten zwei waren etwas knapp. Naja, waren immer noch lang genug, aber nicht viel passiert. Und dann geht es jetzt letztendlich an unser Interieur, wir den meisten Teil jetzt der Arbeit ausmachen. Wo fängt es denn an? Da. Den Rest ausblenden. Und zap. Das wäre dann, wo denn? Wieder hier oder nicht? Ja. Badges. Ein Interieur-Badges hatten wir keins. Machen wir dahin. Interieur. Zack. Hier dasselbe Spiel, wenn noch da ist, ja, da war es doch schon. Wie gesagt, auf diese ganzen Texturen komme ich später nochmal zurück. Bumpmaps und Spekularmap und auch den Aufbau der ganzen Geschichte. So. Badges. Dann unser Material hinzufügen. Interieur Badges. Schon hätten wir Lautsprecher, Knöpfe. Da müssen wir dann auch noch bei gucken, welche Geschichte davon nachher leuchten soll und welche nicht. Oder ob überhaupt. Und so weiter und so fort. So. Das hier wäre Leder. Da könnten wir dann unser Leder wieder nehmen, was wir für die Sitze auch haben. Schon bleibt es hier einheitlich. Da. Und mit der Mapperei von dem Ganzen, wie gesagt, ich weiß noch nicht. Die Geschichte ist wirklich extrem aufwendig. So. Interieur Badges. Okay. Die Geschichte sieht nicht passend aus. Wo ist denn unser Interieur? Interieur da. Das ist jetzt einfach nur schwarz, ernsthaft. Da hätte jetzt eigentlich doch irgendein Muster sein müssen. Oder vielleicht gehört es auch so. Ich weiß es nicht. Lassen wir mal so. Für den Anfang. Kann man ja nachträglich alles nochmal überarbeiten. Da ist wieder mal Chrom. Der ist ja wirklich echt extrem hier viel vertreten. Aber gut so. Close. Da wäre jetzt die Frage, macht man dafür auch nochmal eine extra? Kommt das irgendwo nochmal? Ja gut, für unter der Decke, da können wir dasselbe nehmen. Weil wenn wir jetzt unser Interieur wieder nehmen, wird alles nur so einheitlich schwarz. Dann ist ja auch schwul. Könnte man auch schön irgendwie Holz hinmachen. Die Frage, ob sich das verträgt mit dem Chrom und dem ganzen Kladderadatsch. Ich versuche einfach mal. Die Textur kann man ja nachträglich dann immer noch wieder ändern. Mal gucken, ob ich irgendwo was Schönes, Holziges habe. Was mir dazu sagt. Ja, so was Dunkles hier. Ist doch schon mal für den Anfang ganz okay. Das wäre dann Wut 09. Voila. Und somit haben wir es später auch wieder einfacher, die einzelnen Parts zu detachen. Falls wir dann nochmal neu mappen wollen müssen, dürfen können. So, Tacho, ganz klar, der müsste ja leuchten. Dann hatten wir ja irgendwo schon mal angefangen, meine ich da. Von unseren Tachonadeln. So. Somit leuchtet dieses auch. Dann ist das Glas wieder vor. Dann können wir hier unser Glas wieder nehmen, was wir auch irgendwo schon hatten.
Da. Headliner wäre dann die Decke. Beziehungsweise das da. Das ist dann auch wieder die Frage. Interieur wird wahrscheinlich wieder schwarz. Allerdings das Mappen ist auch bescheiden. Aber egal, nehmen wir auch ein neues für. Was haben wir hier noch? In Reichweite den da. Ja, sowas suchte ich eigentlich eben für unser Bump Stitching. Aber egal. Jetzt ist die Frage. Und das Dach. Ja, rot ist, glaube ich, nicht so der Bringer, wenn wir wirklich Holz nehmen. Das Schwarz wäre ja auch schön. Gäbe ja wenigstens ein bisschen Muster. Wobei dann auch schon wieder schwarz ist. Blau ist irgendwie, weiß ich nicht. Das sieht in-game komisch aus. Ja, nehmen wir einfach mal, dann haben wir wenigstens Muster da drauf. Ja, das wollte ich doch gar nicht. Hier, das hier. Alcantara Black. Alcantara Black. Headliner. Ach, ist schon. Okay. Dann haben wir nochmal mehr Leder. Und wo war das andere? Ach, da. Ja, klar. Gut, da müssten wir dann gucken. Das ist wahrscheinlich wieder blöd. Und da auch, aber egal. Ebenfalls. Leather. Somit wäre das auch so schon mal gar nicht so dunkel in der Karre, wenn man einfach so lassen würde, ohne extra zu mappen. Weil der Leder jetzt ja ein bisschen mehr ins Gräuliche geht. Beziehungsweise heller als schwarz ist. Sieht natürlich auch etwas blöd aus dementsprechend. So, dann hätten wir hier wieder Metall. Da wir schon so viel Chrom haben, würde ich sagen, muss das hier nicht auch noch Chrom sein unbedingt. Guck mal, was unser Interieur dazu sagt. Interieur Material. Dann haben wir immer noch groben Farben. Beziehungsweise Metallfarben, aber glänzt nicht mehr. Muss ja auch irgendwann mal gut sein. So, Rückspiegel, der muss allerdings wieder chrom sein, damit es glänzt. Und wenn der spiegelt. Hier haben wir irgendwas aus Plastik. Nehmen wir dafür auch Plastik. Muss das ab. Da. Das wäre natürlich auch schön, wenn man da dann alles mappt, aber es hat echt in Dingens aus. Die Mapperei ist, wie gesagt, auch nicht unbedingt mein Fachgebiet. Das geht schon mal gerne komplett in die Hose. Mal gucken, ob das da drauf passt. Nö. Dann müssen wir dafür noch was suchen. Da haben wir nochmal Gummi von den Türen. Vermutlich. Das kann man dann wieder schwarz machen. Und so, da sind auch die Pedale dran. Und noch mehr. Dann müsste da unser Interieur wieder drauf. Oder habt ihr dann extra Muster? Ja, geht so. Wirklich Muster kann man das auch nicht nennen. Ja gut, wenn man so guckt. Das ist jetzt der Nachteil, dass das schwarz ist. Je nachdem, wie dann die Kamera steht. Ne? Kann man vergessen. Also ich würde sagen, das machen wir ein bisschen anders. Wir machen hier mal eine Ausschneidung. Polymode. Select Mode. Separated. Und dann nehmen wir hier so ein paar einzelne Teile mit raus. Wo jetzt diese Interieurtextur drauf passt. Wird man nicht alles so schwarz haben.
Ist mir persönlich ja gar nichts. So, du da, du da. Nein, du da. Du da auch mit Quarter, wie gesagt, rechte Maustaste. Kann man so einen ganzen Schwung auf einmal markieren. Ja. Gut, dann das da noch. Hier in dem Fall wird jetzt natürlich dann auch wieder einfacher. Quarter, bop. Und dann machen wir Modify, Submesh, Detach, Select Mode an. Nein, linke Maus. Ausgeschnitten, dieses. Dann haben wir nur noch den da übrig, jawohl. Und hier machen wir dann unser Interieur drauf. Oh Mann. Mal, das passt hier mit den Pedalen. Eine leichte Textur drauf. Das ist nachher der Spalt von den Reglern hier. Ich weiß nicht mehr, wo sie waren. Da müsste das Schwarz davon sein. Okay, dann von da. Das wäre dann schon okay. Und dann brauchen wir zu guter Letzt für den letzten Teil nochmal ein neues Material. Zack. Gucken, was unser Lager wieder hergibt. Als Fußboden. Das wäre hier so die üblichen Vertreter dafür. Das. Ach ja. Gute alte Carpet. Dafür war auch, glaube ich, Normal Web schon da. Gab es da auch ein Spekular für? Ja, aber nur für den, okay. Also nein. Ich müsste da unbedingt mal ein bisschen mehr Ordnung noch reinbringen. Ach, Name vergessen, glaube ich, wa? Ja. So, Carpet. Du da. So, und somit wird das Interieur soweit auch parat. Da muss man jetzt dann recht viel ausschneiden und dann auch theoretisch mappen, damit die Texturen ein bisschen schöner sind. Und das ist ja jetzt einfach nur in der Farbe, wie die Textur wäre. Wie gesagt, unser Weißes sind Badges. Wo sind sie? Da. Das ist dasselbe Verhalten wie mit dem Glas auch. Sobald die mal ganz unten angekommen sind, dieser weiße Rand weg. Dann sieht man, wie es aussehen müsste. Also das, so, dieses Weiß kann man sich dann getrost wegdenken. Sieht dann in der anderen Ansicht normal aus. Nur kann man da jetzt nicht so weit zoomen, ohne dass die ganze Kacke verschwindet. Aber da kann man erkennen. Sieht dann wunderschön aus. Müssen wir da Türen ausschneiden. Als erstes mal würde ich sagen, wo waren die Teile da? Das ist dann auch nochmal aufwendig, je nach Auto, relativ, mal mehr, mal weniger. So, dann gehen wir wieder in so ein Polymode. Mit Quarter kann man hier direkt schon mal Großteil so mitnehmen. Ist meistens einfacher, dann hat man auf Anhieb alles erwischt. Das sollte nicht passieren. Detach hier natürlich wieder ausgeschaltet vorher. Und dann mit Separated den Rest daraus suchen. Und dann, wo hört die Scheißtür auf? Müsste ja so schon passen. Schauen wir mal. Dann wieder Submesh, Detach. Zack. Ausgeschnitten haben wir die Tür. Machen wir schon mal wieder zu merken so.
Und dann muss man hier ein bisschen gucken. Das wäre dann auch Tür. Machen wir wieder Polymode separated. Einmal dies, einmal das. Glaube ich jetzt nicht. Ja, manchmal dann auch leider relativ umständlich. Gut, da kann man mit Quarter einfach wieder drüber prügeln. Zack, 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 zack. Und trotzdem ein Stück vergessen. Ja, ja, ja. Und dann die Geschichte noch nachholen. Dieses Ausblenden. Dann können wir schon mal wieder Modify, Attach, Select aus. Dieses da. Dieses. Und das Stück Tür. Dann hier Select Mode, Known, rechte Maustaste zum Abwählen. So, da ist nichts mit Türe dran. So, es geht das Spiel hier weiter. Manchmal ist es dann schwer zu sagen, gehörst du jetzt noch an die Tür oder nicht. In dem Fall denke ich, klar. Sonst kann man die auch gerne ja nochmal so als Hilfe holen. Spätestens dann weiß man ja Bescheid. Also dann hier auch wieder Polymode, Quarter ausgewählt, dieses. Und das hier. Und dies da. Müsste alles gewesen sein von der Tür. Dann wieder Modify, Submesh, zack. Select Mode an. Bumm. Andere Seite, selbe Spiel. Natürlich auch das Richtige auswählen. So. Dann haben wir das hier. Und den da. Zack. Weg, weg, weg. Weg. Den wieder hin. Select Mode aus. Modify, Attach. Zack. An die Tür. Wo waren wir hier geblieben? Chrome. Close. Gut, die brauchen wir jetzt ja nur einmal zu teilen. Select, Quarter, Puff, Modify, Submesh, Select wieder an, zack. Zack. Abgewählt die ganze Sache, dann wieder attachen. Oh, Select Mode aus. Das nach da, das nach da. Dann bekommt das jetzt auch mal Motor P. D für Driver, P für Passenger. Einfach nur der Übersichtheit halber. Chrome hatten wir, das ist auch klar. Glas ist klar. Das auch. Leder. Hier geht die Geschichte dann weiter. Schön ist das bei dem Auto hier jetzt echt, weil man immer schön alles. Je nachdem, was man dann dafür ein Modell hat. Ist das eine ziemlich mühselige Fuddelerei. Aber hier, das geht hier eigentlich recht gut. Gar nicht gewohnt. Manchmal ist das schwer zu unterscheiden. Was ist Türe und was nicht? Na, hier passt die Textur sogar schon zufällig. Obwohl das eigentlich unser Bump Stitch sein sollte. So sollte dann die Tür später mal aussehen in etwa. Der Rest davon. Nur genau das Stück, was jetzt so aussieht, soll es nicht sein. Naja. Aber die mappende Zeit wird es bringen. Hoffentlich. Mal schauen. So, auch wieder Detach. Ein Teil vergessen. Quarter. Puff. Geht jetzt, wie gesagt, etwas schneller. Keine Lust immer zu erzählen oder zu erwähnen ausdrücklich. Ich denke, das haben wir jetzt so oft hier schon gemacht. Ach, Select Mode aus, das auch. Dass man eigentlich Bescheid wissen müsste. Attach, dieses da, dann dies da. Und dieses da, dann diese da. Und schon wäre auch die Tür, da fehlt noch ein Stück. Dachte ich eigentlich, die wäre schon fertig. Jetzt will die Maus wieder nicht, wie ich. So. Okay. Ach ja, Plastik war da, glaube ich, irgendwo noch mal im Spiel. Jupp, halla. Plastik.
Ich weiß auch nicht, ob das jetzt einfacher gewesen wäre, erst zu mappen und dann auszuschneiden, aber ich mache meistens so rum. Das gehört echt mit an die Tür. Sieht aber irgendwie behindert aus. Muss ich ja mal ehrlich sagen. Zumal das dann ein Stück übersteht. Ach, notfalls kann man das löschen. Mal gucken. Select Quarter, also hier oben das Stück. Der da und das hier. Sollen wir mal nichts anderes mitnehmen. Das hätte man vielleicht auch besser Chrom gemacht anstatt Plastik. Aber, naja. Lässt sich ja alles, wie gesagt, später nochmal nachträglich ändern. Na, ich gehe jetzt erstmal das Risiko ein und schneide das Stück da ab. Das macht für mich eh keinen Sinn. Alles abwählen erst hier wieder, Select Known. Und dann mit Quarter den ersten markiert. Modify, Delete, Select an. Oh. Okay, alle beide gucken drüber. Löschen wir beide. Linke Maustaste und weg damit. Notfalls kann man da wieder eine Reihe Polys später hersetzen. Wenn das wirklich irgendwo fehlen sollte. Was ich bezweifle. So, andere Seite auch. Ja, komm. Mit der Übersichtshalber die Tür wieder dabei. Da oben lasse ich jetzt diesmal direkt weg. Die Lid aus. Sonst haben wir das hier gleich gelöscht aus Versehen. So, dann wieder Submesh, Detach, Bump. Jetzt mache ich aber gerade erst hier den wieder an. Und den Scheiß löschen. So, Plastik raus, Plastik rein. Attach, Bump, Attach, da. Ups, den wieder aus. Und schon werden dann auch die Innenseite der Tür fertig. Und dann werden wir auch bei den Forza-Autos üblichen gigantischen Löchern an den Türen. Aber dazu kommen wir auch später nochmal. Wenn der Rest soweit fertig ist, kommt die Feinarbeit. So, Türen wieder raus. Gut, dann fällt mir ein, wir hatten ja bei dem letzten Video gesagt, die sollten so nur leuchten, wenn auch die Scheinwerfer angehen. Gar nicht drüber nachgedacht, hat man ja wahrscheinlich Lichter zum Klappen einbauen. Und dann müssten wir die Tachonadeln und auch den Tacho selbst mit an die Scheinwerfer attachen. Somit würden die auch mit hoch und runter klappen. Was natürlich Schwachsinn ist. Also, entweder gar kein Leuchten oder dann dauerhaft. Und ich denke, ich bleibe dann bei dauerhaft. Lieber dauerhaft als gar nicht. Und somit kann man jetzt hier ruhig noch so Modify, Attach, Tachonadeln und unser Armaturenbrett, wenn man es so nennen sollte, und das da und auch unser Chrom und auch das Tacho. Den wollten wir nochmal mappen. Ja, man kann ja nochmal, ich mache jetzt erstmal alles zusammen, damit wir einen Überblick haben. Und dann kann man jetzt einfach alles miteinander attachen. Zack. Zack. Ach ja, Badges, da müssen wir nochmal gucken wegen der Leuchterei. Wieder Polymode, die alle auswählen. Lautsprecher leuchten, nein. Also, Quarter auswählen. Auswählen. So, da sind gar keine Aufkleber drauf. Warum auch immer.
Das müsste auch nicht unbedingt leuchten. Der Hintergrund hier auch nicht. Wenn da irgendwie komischerweise keine Textur drauf ist. Auch nicht. Ist das auch nicht unbedingt. Die hier können leuchten, das ist okay. Ich sage, den Rest lassen wir leuchten. Modify Submesh Detach. Schmeißen wir die raus. Alles, was nicht leuchtet. Haben den Rest geknallt. Attach. Und ihr, die leuchten sollt, bekommen unser Interieur Lights immersiv. Voila. Und dann tut das Leuchten tun. Wobei die gar nicht zum Leuchten bestimmt waren, noch die zwei Stück, so wie es aussieht. Weil er doch sehr blass ist. Dann halten wir uns auch mal da dran, ausnahmsweise. Und hier das noch alles ausschneiden, wo keine Schrift dann wirklich drauf zu sehen ist. Also ihr hier auch noch. Okay, die bleiben. Würde mir auch persönlich besser gefallen. Detach, wieder raus damit. Dann ändern wir das wieder auf Interieur. Badges. Attach. Und den ganzen Krempel damit dran. Und ihr seid jetzt die, die leuchten. Ihr seid die, die leuchten. Yep. Da müssen wir dann jetzt nochmal hier ein bisschen mal ausschneiden. Einmal das. Select Mode an. Den ausblenden. Und das. Weil. Select Known. Die müssen ja mit an die Türen. Sonst haben wir nachher das Problem, dass die in der Luft rumhängen. Wenn die Tür sich öffnet, wollen wir ja nicht. Soll sich ja mit der Tür bewegen. Muss nur nachher im Spiel mal sehen, ob die ganze Geschichte durchsichtig wird, weil die ja jetzt schwarz ist. Alles um die Textur rum. Sollte dem nicht so sein, müssen wir extra dafür eine machen, die dann durchsichtig ist. Wo ist sie denn? Da. Aber die Ordnung halber. Alpha-Dingens an. Dann sieht es hier wenigstens, achso, dann sind sie komplett weg, ja. Hut ab. Dann lassen wir erstmal an. Was ist das denn hier? Soll mich veräpfeln? Interieur, Interieur. Hallo? Da. Dann machen wir das halt erstmal wieder an, damit ich die Textur sehen kann. Jetzt denken wir sich nachher noch. Hä? Wo ist denn das? So. Und dann wäre im Groben ja auch schon unser. Ach ja. Die Geschichte, die leuchtet. Noch attachen. Glas noch. Habe ich befürchtet. Interieurglas ist bei mir auch meist so eine Sache. Hat irgendwie nicht funktioniert, wie soll. Weil wir wollen unser Tacho sehen dadurch. Jetzt attach mal das Glas mit dem Rest. Tacho weg. Weil dann die Durchsichtigkeit verschwindet. Nehmen wir erst das Interieur und hängen das an Glas. Geht auch nicht. Machen wir erst das und dann hat man gerade, egal wie rum. Und somit lasse ich das Glas dann erstmal als extra. Also als eigenständige Teil. Weil, ja. Sonst nichts funktionieren gut. Aber im Grunde wäre dann damit unser fertig. Schieben wir nach da. Schieben wir da drunter. Tür da drunter. Tür da drunter. Und schwuppdiwupp. Wäre jetzt im Groben die ganze Geschichte fertig.
Somit wäre auf jeden Fall das Auto, bis auf Felgen, Reifen, mehr oder weniger fertig. Und natürlich die Mapperei, wie gesagt. Und natürlich dann hier, so sähe es ja im Spiel auch aus. Einfach nur eine verkackte Oberfläche. Ach ja, vielleicht könnte man die Lautsprecher nochmal ändern. Select Note, wenn wir nichts ausgewählt haben. Known meine ich natürlich. Separated. Gucken, ob wir hier unsere Lautsprecher nochmal erwischen. Ja, der war verkehrt. Auf der anderen Seite ebenso. Der war auch verkehrt. Und da hat man, glaube ich, Batches ausgewählt, ja. Ändern wir jetzt bei den Lautsprechern im Interieur. Sieht doch direkt anders aus. So wie es sein soll. Gut. Dann hätten wir fertig. Was ist das denn da? Eine komische Dingsbumse. Nicht weiter dramatisch. So, dann könnte man. Ne, kann man noch nicht. Jo, gut. Felgen werde ich dann wahrscheinlich die nehmen, die auch an der jetzigen Test-Corvette sind. Obwohl man ja eigentlich mit dem Herrn Diemann schon gesprochen hat, wegen eventuellem Custom-Umbau zwecks Motor und etwas breiter. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Aber ich denke, im nächsten Video machen wir erstmal ein bisschen Mapping vom Interieur. Testweise. Ob es was wird, wird sich dann zeigen. Weil das Auto an sich ist ja grob so jetzt, abgesehen von Reifen, fertig. Die muss ich mir dann auch noch überlegen, wenn wir wirklich eine extrem pure Rennversion da draus machen. Müssen wir vielleicht auch dementsprechende Felgen haben. Aber das sehen wir mal im nächsten Video. Und somit würde ich sagen, wäre es das ja schon wieder gewesen. Obwohl, man könnte noch mal einen kurzen Überblick über Texturen machen. Obwohl, eigentlich da am einfachsten ist, man hätte noch mal eine Original-WFT. Speichert das jetzt hier erstmal unter diesem ganzen Glimberer-Bimbel. Body Fetch. Mal gucken, ob ich die Benji müsste ja noch hier sein. Die Originale. Naja, klar, natürlich. Erst machen wir neu. Und dann importieren wir das. Dann haben wir wieder die Originalkiste. Und dann kann man hier nochmal sehen, aufbaumäßig, Paint. Da könnt ihr am besten selbst immer nachgucken, ist am einfachsten Textur. Zweites wäre Dirt und Matt. Drittes dann Spekular. Bei Mesh sind es 4. Da ist dann der Dirt an zweiter Stelle. Dritte Stelle Normal Map. Bei den Originalautos steht sie auch noch hinter. Normal, Speck. Und beim Glas sieht es dann anders aus. Textur, Dirt. Dann kommt die Spekular und dann nochmal eine, die dann aber Autosphere heißen muss. Dirt Mod Dingens, Bommens, und hier ist dann Spekular. Und bei den Reifen ähnlicher Aufbau wie beim Mesh auch. Dirt, Normal Map und Speck Map. Speck Map. Speck, Speck, Speck. Speckt gewiss gut. Ja, und beim Lights Immersive ist dann auch wieder ähnlich. Wie beim Glas, Spekular. Und dann Dirt Mod. Aber ich guck mal, wo unser guter Mr. Bollock sein Tutorial versteckt hat. Da ist nochmal ganz genau alles aufgelistet. Welches Material wie viel UV-Level braucht und den exakten Aufbau der ganzen Geschichte. Mr. Bollocks Hauptseite befindet sich im Moment im Wartungsmodus, habe ich gesehen.
Aber ich habe das Tutorial auch irgendwo anders gelesen, entdeckt, gefunden. Und das suche ich nochmal raus und hänge es in die Beschreibung rein. Der Herr Bolleck wird wahrscheinlich nichts dagegen haben. Man kennt sich ja. Ja gut, dann wie eben schon gesagt, war es das wohl für dieses Mal. Und ja, du mich auch. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.